Moin Moin ihr Lieben, hier mit ein neues Video zu Griefer Games und ich habe mir gedacht, ich erkläre euch heute mal die Perks. Das heißt, gerade neue Spieler, die noch nicht lange dabei sind oder Spieler, die sich mit den Perks noch nicht auseinandergesetzt haben, profitieren von diesem Video und deswegen erkläre ich euch die Perks. Ich bin mittlerweile in der glücklichen Lage, fast jeden Perk zu besitzen. Mir fehlt nur noch ein Mute P. Was das für ein Perk ist, da gehen wir später drauf ein. Aber ich zeige euch die Perks in der Reihenfolge, wie ich sie mir auch holen würde, wenn ich sie noch nicht hätte. Einfach, weil ich die Reihenfolge richtig gut finde, weil ich diese Perks schätze. Und ich zeige euch vor allen Dingen, mit welchem Perk ihr anfangen solltet. Meiner Meinung nach. Das muss noch nicht eure Meinung sein oder die eines anderen, sondern meine Meinung. Und da sind wir ganz ehrlich, ganz oben rechts beim ersten Perk. Der No-Hunger-Perk. Kostet nur $150.000. Nur, ja, klingt viel, wenn ihr noch frisch seid. Glaubt mir, ihr werdet an den Tag kommen, an dem ihr das euch leisten könnt. Und der No-Hunger-Perk hat für mich einen ganz großen Vorteil. Nicht nur, dass man keinen Hunger mehr hat und nicht mehr Essen mit sich umschleppen muss. Also man spart eigentlich immer einen Platz in der Taskleiste oder hier in der Hotbar für Essen. Wenn ihr durch die Farmwelt rennt, wenn ihr irgendwo rumhüpft, wenn ihr schneller sein wollt und hüpft und rennt, ihr kriegt immer super schnell Hunger. Und es ist nichts schlimmer, als irgendwo in der tiefsten Farmwelt zu sein und plötzlich zu verhungern, weil man es verpennt. Und in dem Moment bleibt alles, was man eingesammelt hat, eine Stunde Farmarbeit einfach irgendwo liegen. Deswegen für relativ überschaubares Geld, in Perk gerechnet sogar sehr preiswert, ist der No-Hunger-Perk der allererste Perk, den ich jedem empfehlen würde. Es gibt eine Menge Leute, die finden den als unsinnig und braucht man nicht. Ich sag euch, wenn ihr den einmal gekauft habt und angewendet habt, dann schaltet ihr den freiwillig nie wieder aus. Eigentlich würde jetzt als nächstes von meiner Favoritenliste her der No-Fall-Perk kommen. Aber den schieben wir ein Stück nach hinten, weil der deutlich teurer ist. Stattdessen sage ich euch, der Feuerresistenz- und der Unterwasseratmos-Perk sind die nächsten beiden, die ich empfehlen kann, wenn ihr gerne farmen geht. Wenn ihr gerne in die normale Farmwelt geht, dann braucht ihr keinen Feuerresistenz-Perk. Dann empfehle ich euch den Unterwasseratmungs-Perk. Super cool, wenn ihr auch Schwärme farmen wollt, wenn ihr da unter Wasser unterwegs sein wollt. Es ist einfach super angenehm, keine Gefahr mehr zu haben, zu ertrinken. Und das Ganze für $250.000, auch noch ein relativ preiswertes Spiel. Was ich euch überhaupt nicht empfehlen kann, wirklich gar nicht, das ist so mein absoluter Hass-Perk. Ich habe ihn zwar, aber ist der Sprungkraft-Perk. Der kostet auch $250.000, der bringt aus meiner Sicht überhaupt nichts. Ja, man kann, wenn man keine GZs anhat, trotzdem zwei Blöcke hochspringen. Ja, das ist alles schön und gut, aber ganz ehrlich, GZs kosten nicht die Welt. GZs lassen sich leicht craften. Es gibt jede Menge Stellen, wo man sich GZs kostenlos zahlen kann, zum Beispiel auf der LAP-Farm auf CB16. Und sobald ihr GZs habt, ist der Effekt von Sprungkraft Plus einfach zunichte. Ja, also ihr gebt $250.000 aus, dafür könnt ihr euch hunderte Male GZs beschaffen. Und von daher, meine Empfehlung ist der Sprungkraft-Perk nicht. Wenn jemand zum Sprungkraft-Perk was Positives hat, wo er sagt, okay, das hat der liebe Rusch jetzt vergessen, schreibt es doch in die Kommentare, vielleicht liege ich auch falsch. So, dann haben wir den Feuerresistenz-Perk, den habe ich eben schon angesprochen. Für alle, die gern im Nether farmen, Leute, die gern Quarz farmen, um sich schnell relativ viel Geld zu verdienen, oder die überhaupt gern im Nether unterwegs sind, denen kann ich den Feuerresistenz-Perk ans Herz legen. Allerdings mit 500.000 auch kein Pappenstiel. Generell empfehle ich euch, kauft euch die Perks im Sale. Es gibt regelmäßig Perk-Sales, da braucht man etwas Geduld. Aber oftmals sind die Preise um ein Drittel oder sogar um die Hälfte reduziert. Und dann lohnt es sich natürlich zuzuschlagen und vielleicht gleich zwei Perks statt einen fürs gleiche Geld zu kaufen. Der Schnelligkeits-Perk. Manche hassen ihn, ich liebe ihn. Wenn der aus ist, kann ich damit nicht mehr leben. Ich brauche das Ding, weil man einfach viel, viel schneller unterwegs ist. Und der hat den Vorteil nicht wie beim Sprungkraft-Perk, der eben von GZs quasi ersetzt wird. Hier bist du mit GZs und dem Schnelligkeits-Perk noch schneller. Der kumuliert sich auf, der geht auf die GZs noch oben drauf als Effekt. Und ihr rennt durch die Gegend, als gäbe es keinen Morgen mehr. Euch kommt keiner mehr hinterher. Das macht richtig Freude. Vor allen Dingen, wenn ihr schnell mal auch hier wieder in der Farmwelt irgendwo hin wollt. Oder wenn ihr ein großes Plot habt und von A nach B rennen wollt. Auch das Ding, ich habe es am Anfang für Schwachsinn gehalten. Ich wollte das Ding gar nicht haben. Seit ich es habe, liebe ich es und will es auch gar nicht mehr hergeben. So, dann kommen wir als nächstes zum Stärke-Perk. Wenn ihr auf PvP steht, macht das durchaus Sinn. Wenn ihr gerne Mobs schlagt und das Loot einsammelt, dann macht es vielleicht auch Sinn. Aus meiner Sicht kein Perk, den man braucht, aber ein Perk, der ganz nett ist. Und ich habe ihn einfach der Vollständigkeit halber haben wollen. Ich habe allerdings auch gewonnen, muss ich sagen,
aus einer Supreme-Kiste. Oder war es eine Sommerkiste? Ich glaube, es war eine Sommerkiste. Also Kisten aufmachen, generell Sommerkisten oder jetzt während des Sales, der jetzt ja leider schon wieder rum ist, aber beim nächsten Sale vielleicht wieder, die Super Supreme Kisten, kann man immer sehr gut Perks gewinnen. Einige habe ich auch eben dort aus den Kisten gezogen. So, dann kommen wir zu Slow Chat. Slow Chat ist ganz praktisch, wenn ihr zum Beispiel eine Auktion machen wollt auf eurem Plot im P-Chat. Und der Hauptchat ist schon am Rattern wie verrückt und es kommen einfach viel zu viele Nachrichten rein. Dann könnt ihr das Ganze ein bisschen ausbremsen, könnt Slowchat aktivieren, dann laufen die Chats langsamer durch und ihr behaltet mehr Durchblick, welche Nachricht jetzt von wem wo kommt und überseht nicht so schnell was. Also kann nützlich sein, wenn ihr es zu oft anmacht, kann es aber sein, dass eure Mitspieler euch anfangen zu hassen. Dann gibt es den guten alten, fangen wir hiermit an, Clearchat-Befehl. Clearchat ist eine schöne Sache, ist aber im Grunde auch wirkungslos. Viele, viele Leute haben ein Add-on, das ihnen ermöglicht, auch bei geklärtem Chat den Chat zu lesen. Trotzdem halte ich den Clear-Chat-Befehl für ganz gut. Wenn ihr genug Geld habt und euch das nicht wehtut, euch den zuzulegen und ihr gewinnt ihn, dann kann man zum Beispiel, wenn irgendwelche Spinner irgendeinen Schrott in den Chat schreiben, irgendwelche Beleidigungen, irgendwelche Hates, irgendwelchen anderen Kram, kann man halt einfach mal Clear-Chat machen und dann sind die Nachrichten verschwunden. Ja, wenn man dann direkt hinten dran noch einen Startkick packt, dann ist auch derjenige zumindest für 5 Minuten verschwunden, der vorher rumgestresst hat. Allerdings 57.000 Euro für Startkick und ich empfehle euch, wenn ihr Startkick verwenden wollt, dann seid damit sehr, sehr vorsichtig. Damit kann man sich auch Feinde machen und damit kann man auch dafür sorgen, dass man selbst gestartkickt wird. Und mir sind bisher keine Spieler bekannt, die wegen Perk-Ausnutzung wirklich gekickt wurden. Das heißt, wenn euch jemand zurückkickt, weil ihr ihn begründet gekickt habt, und ihr könnt zwar belegen, dass ihr einen Grund hattet, er kann nicht belegen, dass er einen Grund hatte, wird er deswegen trotzdem nicht gebannt werden. Also, wie gesagt, wenn ihr es anders kennt, schreibt es in die Kommentare. Mir ist kein Fall bekannt, in dem jemand tatsächlich ernsthaft wegen Perk-Ausnutzung längere Zeit gebannt wurde. Trotzdem ein sehr cooler Befehl. Macht Sinn, ihn zu haben, aber ihn auch nur mit Bedacht einzusetzen in Fällen, die wirklich gerechtfertigt sind. Ansonsten macht ihr euch wirklich nur Feinde damit. Kein Fallschaden. Ich habe es eben schon erwähnt, den habe ich jetzt die ganze Zeit ausgelassen, den muss ich jetzt unbedingt nachholen, ist mein zweitliebster Perk nach No Hunger. Der kostet zwar $500.000, ja, das ist viel Geld, aber wenn ich den nicht anhabe, bin ich in einer Tour am Sterben. Es ist so geil, einfach überall runterspringen zu können, egal wo, egal wie viel Leben man noch hat. Man muss keine Sorgen haben, dass man durch Fallen stürzt. Zweiter Vorteil, pH-Fallen können euch nichts mehr anhaben. Ihr fallt in die pH-Falle und wenn ihr schnell /pH eingebt, seid ihr auch wieder draußen, bevor der Scammer euch dann im Zweifel noch kaputtgeschlagen hat. Oder ihr tragt eine gute Rüstung und er schlägt euch nicht sofort kaputt. Oder es ist auch gar kein PvP an auf dem Plot. Aber Fakt ist, ihr sterbt schon nicht mehr durch den Sturz. Und das ist richtig, richtig wertvoll. Auch beim Rumhüpfen in der Farmwelt, das Thema habe ich ja vorhin schon ein paar Mal angesprochen. Wenn ihr irgendwo durch die Farmwelt hüpft, verbraucht ihr immer schnell Nahrung und ihr verbraucht immer schnell Leben. Und das ist dann eben auch kein Thema mehr. Ihr könnt so viel rumhüpfen in der Farmwelt, wie ihr wollt. Ihr könnt von großen Bergen runterschlüpfen. Ihr könnt in tiefe Schluchten reinspringen versehentlich. Und euch passiert halt einfach gar nichts. Ein richtig geiler Perk. Ich liebe ihn. Und wenn man sich dran gewöhnt hat, kann man mit einem anderen Account gar nicht mehr spielen. Das geht gar nicht. Also kein Fallschaden ist einfach Optimum. Ja. So, dann haben wir die erste Reihe fast abgedeckt. Wir haben hier noch den Mute-P-Befehl. Der ist ähnlich mit Vorsicht zu genießen wie der Startkick-Befehl. Wenn es Sinn macht und wenn es gut ist, dann kann man ihn einsetzen. Dann wird der Spieler für 15 Minuten gemutet und kann 15 Minuten lang nichts mehr in den Chat schreiben. In den öffentlichen Chat, keine Chance mehr. Und er kann, soweit ich weiß, glaube ich, auch nicht mehr MSGs schreiben. Das heißt, ihr habt ihn wirklich für 15 Minuten ausgenockt. Macht das aber mit niemandem, der es nicht verdient hat. Und zwar wirklich verdient hat. Echte Gründe haben. Sonst macht ihr euch Feinde. Und das ist nicht immer nur derjenige, den ihr gemutet habt, der zum Feind wird, sondern auch andere, weil viele sehen diese Perk-Ausnutzung wirklich nicht gern. Von daher Vorsicht geboten. Gut, dann haben wir die nächste Reihe auch schon durch. Die haben wir jetzt alle. Dann gehen wir mal in die unterste Reihe. Nachtsicht-Perk. Ich möchte euch mal kurz zeigen, wofür der Nachtsicht-Perk gut ist. Der kostet 150.000, ist also ein ziemlich billiger Perk. Den könnt ihr übrigens auch über den Orb-Händler kaufen, über Orbs, also kostet euch gar kein Geld. Genauso auch bei, ich glaube, Unterwasseratmung und Feuerresistenz gibt es auch beim Orb-Händler zu kaufen. Und wenn ich den jetzt gleich mal ausmache, ich zeige euch das mal. Ich sitze hier auf CW Nature in meiner Hexenfarm. Hier vorne stecken sich gerade ein paar Hexen, 207. Hier sind nämlich eine ganze Menge Spawner, die alle Hexen
spawnen. Hier, hier, hier. Da drüben sind noch welche. Und wie ihr seht, ich kann überall hinschauen. Es ist alles hell. Ich kann alle Details sehen. Und jetzt passt mal auf, was passiert, wenn ich meinen Perk ausmache. Jo. Das macht der Nachtsicht-Perk. Also wenn ich jetzt hier irgendwo hingehe, dann sehe ich halt mal eben gar nichts mehr. Müsste ich alles sehr gut ausleuchten und ähnliches. Jetzt ist es aber so, gerade auch wieder das Thema Farmen in der Farmwelt oder ähnlichem, will man gar nicht alles gut ausleuchten, dann muss man wieder Fackeln mit sich schleppen oder Redstone oder ähnliches. Und es ist halt wirklich fast schon kriminell, hier rumzulaufen. Denn ich sehe so gut wie gar nichts. Und wenn ich jetzt den Perk wieder anmache, zack, dann sehen wir halt wieder alles bis in die hinterste Ecke. Also, ich dachte anfangs auch, den braucht man nicht, aber ich feiere den Perk und für 150.000 Dollar ist halt auch einer von den billigen und wirklich coolen Perks. So, setzen wir uns wieder hin und schauen uns noch den Rest an. Und zwar haben wir Doppel-XP-Perk. Wenn ihr viele, viele, viele Items verzaubern müsst, wenn ihr gerne Schwerter verzaubert, Äxte picken und so weiter, dann kann Doppel-XP nützlich sein, weil ihr eben, wenn ihr Spawner entleert oder wenn ihr Mobs killt, die doppelten Erfahrungspunkte bekommt und somit eure Leiste hier unten, 366 Level habe ich im Moment in der Erfahrung, in der XP, halt einfach schneller auffüllt. Braucht man das? Braucht man nicht. Wenn man das Geld übrig hat oder wenn man das Ganze gewinnt, so ist es bei mir passiert. Ich hätte keine 500.000 dafür ausgegeben, aber ich habe das auch wieder aus einer Super Supreme Kiste oder aus einer Sommerkiste gezogen und bin froh, es zu haben, weil es tatsächlich, die Level stapeln sich deutlich schneller. Das gleiche bei Keep XP würde ich auch keine 500.000 ausgeben. Was passiert, solltet ihr mal sterben, was fast schon unmöglich ist, wenn ihr all diese Perks besitzt, dann behaltet ihr eure XP-Level. Und müsst nicht Angst haben, sie zu verlieren. Oder wenn ihr sie wieder aufsammelt, sind halt nur noch ein Viertel oder so da. Das passiert euch dann nicht. Und jetzt noch zu einem der geilsten Perks. Auch gut gegen Scammer. Und vor allen Dingen, wenn ihr irgendwann in Zukunft mal an wertvolle Items kommt. Oder ihr Items habt, die euch persönlich sehr wichtig sind. Die ihr aber in der Hand tragt. Dann der Keep Hotbar. Ja, der ist richtig teuer und ich bin saufroh, dass ich den gewonnen habe. Und zwar Keep Hotbar ist es so, dass er alles schützt, was hier unten in dieser Leiste liegt. Also in der Hotbar. Und alles, was hier in der Rüstung liegt. Das heißt, ihr könnt hier Sachen sicher transportieren. Und selbst der beste Scammer kann euch nichts anhaben. Alles, was hier drin liegt, kann nicht verloren gehen, wenn ihr es nicht rauswerft aus dem Inventar oder in die Hand nehmt oder irgendwas. Alles safe. Beziehungsweise doch, wenn ihr es in die Hand nehmt. Also wenn ich angenommen jetzt hier die Pick in der Hand habe und ich sterbe, ist die auch safe. Ja, nur wenn ich sie jetzt mit Q wegwerfen würde. Dann wäre das Thema vorbei. Dann wäre sie weg. Aber das ist ein überschaubares Risiko. Von daher, richtig geile Sachen, diese Perks. Perks steht hier für Vorteile und ich sehe, das sind eine Menge Vorteile, die man auf Griefer Games sich nach und nach erwerben kann. Wie gesagt, einige über den Orbhändler, einige auch so. Und meine Empfehlung geht ganz klar raus, der ein oder andere Perk solltet ihr euch Gedanken machen. Am besten No-Hunger und vielleicht eben die Möglichkeit, nicht zu ertrinken, nicht zu verbrennen. Und wenn ihr dann noch den No-Fall habt, mit den vier Perks seid ihr schon sehr, 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 sehr gut ausgestattet. Alles Weitere sind dann noch nette Add-ons. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch wisst, was ich vielleicht vergessen habe oder wo ich was Falsches erzählt habe. Und lasst dem Video doch mal einen Daumen da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann jetzt spätestens mal den Abonnieren-Button drücken und die Glocke aktivieren, nichts zu verpassen. Auch gerne in einen meiner Livestreams reinschauen oder meine anderen Gaming-Videos. Gerade die A Way Out-Serie läuft im Moment mit der dritten Folge letzten Dienstag veröffentlicht und die geht noch ein paar Folgen weiter. Von daher, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schönen Tag, schönen Morgen, wo immer ihr seid, was immer ihr macht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Rouge83. Ciao.